Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Herzlich willkommen zu Teil 2 eures Jahreshoroskops. Jetzt schauen wir uns an, wann ihr besonders schöne Zeiten mit den Liebesplaneten Venus und Mars habt, aber auch wann es kritische Zeiten für die Liebe gibt. Außerdem schauen wir uns die Tendenzen für den Januar ausführlicher an. Mit den Monatshoroskopen geht es dann im Februar wieder weiter. Aber auf eure Top-Tage im Januar müsst ihr nicht verzichten, die zeige ich euch in einem Extra-Video. Bevor wir anfangen, habe ich noch etwas ganz Besonderes für euch. Mein Jahreshoroskop 2018 gibt es nun auch als Buch. Darin findet ihr das gesamte Jahreshoroskop mit allen 12 Sternzeichen und der kosmischen Schwingung Teil 1 und Teil 2 zum Nachschlagen und Nachlesen. Ihr könnt es als Buch bestellen oder auch als E-Book, um es auf eurem Tablet oder Smartphone zu lesen. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr das Buch zahlreich bestellen würdet, denn damit unterstützt ihr die viele liebevolle Arbeit, die ich in dieses Jahreshoroskop hineingesteckt habe. Es kostet als Buch 19,99 Euro und die E-Book-Ausgabe kostet 14,99 €. Ihr könnt es sofort bestellen. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage oder hier auf der Infokarte und natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Und ich habe auch wieder eine Verlosung für euch, mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Die Venus ist ja eure Herrscherin und so wie es der Venus ergeht, so ergeht es auch euch. Die erste gute Venusphase des Jahres hat schon am 25. Dezember 2017 begonnen und geht dann bis zum 18. Januar 2018. Da läuft die Venus durch den Steinbock und bildet einen starken Harmonieaspekt zur Stiersonne. Sie aktiviert eure Lust, Pläne für euer Liebesleben zu machen. In dieser Zeit verbindet sich die Venus auch mit Saturn, Lilith und Pluto. Und zum Teil ist ja auch die Sonne im Steinbock mit dabei. Das bedeutet, ihr bekommt in diesen Tagen schon mal einen Vorgeschmack auf langfristige Entwicklungen. Achtet einfach mal darauf, was sich in eurem Leben so tut. Das sind oft Themen, die euch noch die nächsten Jahre begleiten werden. Ihr könnt den Neumond vom 17. Januar nutzen, um eure Pläne und Wünsche für das kommende Jahr oder auch die nächsten 3 Jahre noch einmal zu visualisieren. Ihr könnt Visionen entwickeln, die eine langfristige Tragweite haben. Ein bisschen Acht geben müsst ihr auf den Mars hier, denn der läuft noch bis zum 26. Januar durch euer Partnerhaus und trifft sich dabei anfangs auch mit Jupiter. Das kann Konflikte und Auseinandersetzungen anzeigen, aber auch sehr leidenschaftliche Begegnungen und Situationen in der Partnerschaft. Das hängt auch davon ab, welches Sternzeichen euer Partner ist und ob er gerade viel Stress hat oder ob er bereit ist, die Mars-Energie in Form von Trieb und Lust gemeinsam mit euch auszuleben. Euch würde ich jedenfalls raten, Diskussionen darum, wer Recht hat, zu vermeiden. Mit Mars im Skorpion kann es auch einen Hang zu Sticheleien geben, also lieber nicht provozieren. Geht lieber auf Schmusekurs. Am 31. Januar haben wir dann wieder einen Vollmond und der erscheint als Mondfinsternis. Und die solltet ihr im Auge behalten, denn sie steht in einer starken Spannung zur Stiersonne. Sie weist darauf hin, dass man mit Konflikten besonders emotional umgeht oder dass sich jemand ausgeschlossen fühlt. Weil die Venus daran beteiligt ist, steht ihr damit als Venuszeichen besonders in Resonanz. Die Konstellation wirkt bis zu 3 Wochen vorher und noch 3 Monate nachher. Das ist ein Grund mehr, Streitigkeiten mit dem Mars im Partnerhaus großräumig aus dem Weg zu gehen. Wenn ihr das hinbekommt, dann dürft ihr euch auf eine superharmonische Phase vom 11. Februar bis zum 7. März freuen. Dann verspricht die Venus hier in den Fischen ein entspanntes Miteinander und außerdem auch einen guten Kontakt zu euren Freunden, die euch sicher auch gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Da könnt ihr also strittige Themen noch einmal in Ruhe durchsprechen und werdet zu einer Lösung kommen. Genial ist für euch die Phase zwischen dem 31. März und dem 24. April. Da läuft die Venus durch euer eigenes Zeichen und da könnt ihr jeden um den Finger wickeln, ob es nun ein Flirtpartner ist oder ein wichtiger Geschäftskontakt. Alle werden sich darum reißen, mit euch etwas auf die Beine zu stellen. Man kann euch einfach nicht widerstehen. Vom 9. Juli bis zum 6. August läuft die Venus dann durch die Jungfrau und bildet hier einen sehr schönen Aspekt zur Stiersonne. Und das aus eurem 5. Haus der Lebensfreude heraus. In dieser Zeit wird es euch sehr gut gehen. Ihr erlebt sinnliche Zeiten mit eurem Liebespartner und ihr könnt ganz tolle Projekte manifestieren. Dann gibt es auch ein paar Phasen, wo ihr aufpassen müsst. Der Mars ist vom 26. Juni bis zum 27. August rückläufig. Und zwischen dem 26. Juni und dem 13. August bildet er ein paar stressige Aspekte zur Stiersonne, teilweise zusammen hier mit der wilden Lilith.
Und zwar vor allem für die erste Dekade. Und da steht ja dann auch der Uranus bereits schon im Stier. Da lauft ihr Gefahr, gereizt zu reagieren und schneller als sonst die Fassung zu verlieren. Es kann auch sein, dass in dieser Zeit eine neu begonnene Liebschaft erstmal ins Stocken gerät. Aber die ganze Sache kann dann Anfang September wieder in Gang kommen. Spannend wird auch die Zeit vom 9. September bis 31. Oktober. In dieser Zeit geht die Venus in euer Partnerhaus im Skorpion und wird dann dort am 5. Oktober rückläufig. Da passieren eine Menge Dinge. Zuerst bildet die Venus eine Spannung zur Uranus, der dann schon im Stier steht. Das bringt für die Geborenen der ersten Dekade einen Vorgeschmack auf die Aufregungen in der Partnerschaft, die Uranus mit sich bringt. Und zwar vom 9. bis zum 17. September. Praktisch zeitgleich bildet die Venus einen leidenschaftlichen und kratzbürstigen Aspekt hier zu Mars und auch die wilde Lilith mischt da noch kräftig mit. Vielleicht seid ihr dann auch selbst leidenschaftlich und kratzbürstig und geht womöglich unnötige Risiken in Bezug auf eure Partnerschaft ein, durch einen unbedachten Flirt oder auch indem ihr mit dem Partner streitet. Wenn ihr noch Solo seid, kann das eine sehr spannende Zeit sein, um jemanden kennenzulernen, nach dem Motto, was sich liebt, das neckt sich. Aber ganz einfach sind diese neuen Kontakte auch nicht. Es kann zum Beispiel sein, dass ihr einen inneren Konflikt erlebt. Jemand fasziniert euch, obwohl ihr wisst, dass die Person gar nicht gut für euch ist. Und nun seid ihr hin und her gerissen, ob ihr euch darauf einlassen sollt oder nicht. Und das kann besonders heikel sein mit jemandem aus der Chefetage, weil ja der Mars im 10. Haus der Karriere steht und Lilith auch. Lilith kann zudem anzeigen, dass ihr eure Beziehung gegen eine Konkurrentin verteidigen müsst. Ab dem 5. Oktober kommt vielleicht noch dazu, dass eine verflossene Liebschaft aus der Vergangenheit wieder auftaucht und das bringt dann nochmal neue emotionale Aufregungen mit hinein. Trefft in dieser Zeit keine vorschnellen Entscheidungen. Erst nach dem 16. November seht ihr wieder klarer, wenn die Venus wieder direktläufig wird. Vom 2. Dezember bis zum 7. Januar 2019 läuft die Venus dann noch ein zweites Mal durch euer Partnerhaus, dann im Vorwärtsgang. Bis zum Jahresende bildet sie dabei einen harmonischen Aspekt zu Mars und Neptun. Das bedeutet, beide Liebesplaneten stehen super schön zur Stiersonne, sodass es für euch ein sehr harmonischer Jahresausklang werden dürfte, ob nun mit dem festen Partner oder mit der Chance, einen schönen Weihnachtsflirt anzufangen. Das waren die Highlights und die kritischen Phasen eures Jahres 2018. Wenn ihr eine persönliche Horoskopberatung bei mir buchen wollt, seid ihr herzlich willkommen. Am besten ihr bucht direkt über meine Homepage oder ihr ruft auf meinem Kundentelefon an. Alle Infos dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier im Bild. Und hier nochmal eine kleine Erinnerung an meine nächsten Webinare. Am Freitag, den 12. Januar, gibt es den Online-Workshop Saturn-Probleme heilen, wie ihr den Saturn-Transit durch den Steinbock erfolgreich und gesund meistert. Und eine Woche später leuchten dann wieder Antonias Sterne im Webinar. Maximal 12 Teilnehmer in einer kleinen Gruppe und jeder kann mir eine spezifische Frage stellen. Und das ist dann am Freitag, den 19. Januar um 17 Uhr. Bei der Verlosung gibt es wieder 15 Minuten Beratung zu gewinnen, wenn ihr mir hier auf YouTube einen interessanten und konstruktiven Kommentar postet und indem ihr meinen Kanal abonniert. Einfach hier klicken und schon seid ihr bei der Verlosung dabei. Natürlich möchte ich euch auch meine anderen Video-Specials empfehlen, zum Beispiel über Saturn im Steinbock, Lilith im Steinbock und den Mondknoten im Löwen. Die sind hier eingeblendet. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit den Liebessternen im neuen Jahr und alles Gute mit den Sternen.